Willkommen zu meinem Beitrag zur Videoreihe über reguläre Ausdrücke. Mein Video beschäftigt sich mit der Frage, wie ein regulärer Ausdruck effizient formiert werden kann. Als erstes möchte ich ein paar allgemeine Sätze zur Optimierung regulärer Ausdrücke sagen, worauf die eigentlichen Strategien, um dieses Ziel zu erreichen, folgen. Abschließend so ein zusammenfassendes Fazit noch einmal die wichtigsten Punkte deutlich machen. Wie in dem vorhergehenden Video erläutert wurde, implementieren die RegEx Engines Techniken, um einen solchen Ausdruck möglichst zeitsparend verarbeiten zu können. Dabei unterstützen jedoch nicht alle Engines hier diese Techniken und nicht alle beherrschen diese gleich gut. Um einen regulären Ausdruck dennoch möglichst effizient zu gestalten, hat der Programmierer nun drei Optionen, die sich natürlich auch kombinieren lassen. Zum einen können sie so geschrieben werden, dass die Engine die Möglichkeit zur Optimierung sicher erkennt. Damit wird sichergestellt, dass die vorhandenen Optimierungstechniken auch wirklich genutzt werden. Außerdem kann eine Optimierungsmethode unter Umständen durch eine explizite Formulierung des RegEx nachgebildet werden, falls die gewählte Engine diese nicht unterstützt. Zu guter Letzt kann der RegEx mit Hilfe des Wissens, wie eine Engine überhaupt funktioniert, so geschrieben werden, dass diese schneller zu einem Treffer führt. Bei diesem Vorgehen müssen allerdings ein paar Dinge immer im Hinterkopf behalten werden. So können manche Änderungen, die der Maschine eigentlich helfen sollten, genau das Gegenteil bewirken, weil eine andere und bessere Optimierungstechnik nun nicht mehr angewendet werden kann. Genauso kann es passieren, dass eine imitierte Optimierung, von der bekannt ist, dass die Engine sie selbst nicht kennt, in einer neuen Version implementiert ist. Häufig sind diese Implementierungen besser als die selbstgeschriebene Imitation. Dann gibt es wie bei jeder Programmierung auch zu beachten, dass die Anwendung gewartet werden muss. Ein effizient formulierter RegEx kann dabei wesentlich unleserlicher sein. Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit auch von den zu bearbeitenden Daten abhängt. Wenn all diese Punkte beachtet werden, drängt sich auf, dass bei Optimierung intensiv nachgedacht werden muss und die Ausdrücke auf jeden Fall ausgiebig getestet werden müssen. Kommen wir jetzt aber zu dem Kern dieses Videos und der Frage, wie sieht ein effizienter, regulärer Ausdruck denn nun überhaupt aus? Zu den effektivsten Optimierungen zählen dabei Techniken, die die Eigenschaften von Ankern ausnutzen. Aus diesem Grund sollten wann immer möglich Zeilenanker für den Zeilenanfang bzw. das Zeilenende genutzt werden. Ein häufiges Beispiel dafür sind RegExe, die mit dem Punktoperator und dem Sternoperator beginnen. Wenn ein solcher RegEx am Anfang eines Suchstrings nicht passt, dann wird er auch nicht passen, wenn auf die zweite, dritte oder vierte Position angewendet wird. Deshalb sollte hier ein solcher Anker für den Zeilenanfang eingefügt werden. Manche RegEx-Engines finden jedoch nicht ohne weiteres heraus, wann ein solcher Ankerplatz vorliegt, insbesondere wenn das Meterzeichen innerhalb einer Alternation verwendet wird. Die beiden Ausdrücke Zeilenanfang, Klammer auf, ABC, Alternation 1, 2, 3 und Zeilenanfang, ABC, Alternation, Zeilenanfang 1, 2, 3 sind logisch gleichwertig, aber viele Engines erkennen nur bei der ersten Variante, dass hier eine Optimierung anwendbar ist. Gleiches gilt selbstredend auch für das Zeilenende. Deshalb bietet es sich an, die Zeilenanker auszuklammern. Viele der internen Optimierungen hängen davon ab, ob die RegEx-Maschine feststellen kann, dass in einem Treffer ein Stück literaler Text vorkommen muss. Im vorhergegangenen Video wurde diese Technik die erste Zeichenoptimierung genannt. Auch hier gilt, dass manche Maschinen das geschickter erkennen als andere, aber auch dafür lässt sich eine Lösung finden. So kann eine Mindestanzahl Zeichen ausgeklammert werden. Als Beispiel hier der Vergleich der Ausdrücke 5 mal Minus und das 6. Minus zwischen 0 und 2 mal und 1 minus 5 mal bis 7 mal. Beide sahen genau das gleiche aus, mit dem Unterschied, dass in der ersten Variante explizit steht, welche Zeichen vorkommen müssen. Gleiches gilt für xx Sternchen Operator statt x mit einem Plus Operator. Eine zweite Möglichkeit ist, innerhalb einer Alternation gemeinsame Zeichenketten aus der Alternation rauszuziehen. Statt clip Alternation klar kann auch kl, Klammer auf, also in dem Fall nicht fangende Klammer, ipp, Alternation ar geschrieben werden, ohne dass sich die Aussage ändert. Nur wird die sehr aufwendige Alternation jetzt tatsächlich nur dann angestoßen, wenn irgendwo die beiden Zeichen kl gefunden werden. Auch hier funktioniert das gleiche auch am Ende einer Alternation, wie zum Beispiel Optimierung, Alternation, Standardisierung. Das alles waren Beispiele, wie ein regulärer Ausdruck formiert werden kann, um eine Optimierung zu ermöglichen. Der zweite Fall war, dass die RegEx Engine eine Technik überhaupt nicht unterstützt. Wie kann dennoch ein Geschwindigkeitsgewinn erzielt werden, indem die Techniken nachgebildet werden?
Die sehr wertvolle erste Zeichenoptimierung lässt sich über einen positiven Lookahead imitieren. Angenommen, der Ausgangsausdruck ist eine Alternation sämtlicher Monatsnamen, sprich Januar als JAN alterniert Februar und so weiter bis zum Dezember. Wie mehrfach erwähnt, stellt die Alternation einen großen Aufwand dar. Um diesen nur dann betreiben zu müssen, wenn die Alternation überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, wird an den Anfang ein Lookahead nach den Anfangsbuchstaben der Alternativen eingefügt. Das sieht dann wie folgt aus. An diesem Beispiel wird auch schön deutlich, dass die Lesbarkeit des Ausdrucks mitunter erheblich unter solchen Änderungen leiden kann. In bestimmten Anwendungsfällen kann auch das Hinführen der Engine auf einen Treffer eine verkürzte Laufzeit bewirken. Nützlich kann es sein, die Alternativen innerhalb einer Alternation nach ihrer Häufigkeit zu sortieren, beispielsweise die einzelnen Länderdomains. Ein ähnliches Vorgehen ist die Entscheidung zwischen einem Greedy- und Lazy-Operator. Mit dem Wissen, dass die Lazy-Variante den Suchstring von vorne durchläuft, bieten sich solche Operatoren an, wenn der Treffer weit vorne erwartet wird. Umgekehrt sollten Greedy-Operatoren verwendet werden, falls der Treffer weit hinten vermutet wird. Falls die Daten darauf überhaupt keine Rückschlüsse geben, sollten prinzipiell die Greedy-Varianten verwendet werden, weil diese üblicherweise besser optimiert sind. Die letzte Optimierungsstrategie, die ich in diesem Video erläutern werde, das Loop Unrolling, geht über die zuvor genannten Reihentechniken hinaus. Der Regex Anführungszeichen, Klammer auf, Backslash, der gescapte Backslash in diesem Fall, damit er auch als Backslash gilt, Punkt Alternation, die negierte Zeichenklasse, Backslash, bzw. Anführungszeichen, diese beliebig oft, und die Klammer zu und wieder der Sternenoperator, und ein abschließendes Anführungszeichen oben, Match Zeichenketten zwischen Anführungszeichen, und innerhalb dieser Zeichenketten sind geschützte Zeichen erlaubt, also beliebige Zeichen, die mit dem Backslash escaped werden. Alle Zeichen, die nicht escaped oder das Anführungszeichen sind, nenne ich ab jetzt normale Zeichen. Wie im ersten Video gezeigt und erklärt, sind solche Konstrukte äußerst langsam in der Ausführung. Um dieses Problem zu lösen, muss die Schleife, die explizit durch den Gebrauch der beiden Sternoperatoren entsteht, aufgelöst werden. Dazu schauen wir uns an, was der Regex konkret erkennt. Normalerweise enthält ein String in Anführungszeichen mehr normale als geschützte Zeichen. Also erkennt die negierte Zeichenklasse einen deutlich größeren Anteil als Backslash Punkt. Die beiden Teile des Ausdrucks nenne ich folgend nur Teil 1 und 2, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Im Idealfall wird sogar nur Teil 2 benötigt, wenn der Treffer kein einziges geschütztes Zeichen enthält. Da die Zeichenklasse in Teil 2 rendiert ist, gibt es zwei Möglichkeiten für das darauffolgende Zeichen. Folgt ein Anführungszeichen, markiert dieses das Ende des Treffers. Die andere Möglichkeit ist der Backslash. In diesem Fall soll sowohl dieser Backslash als auch das darauf folgende geschützte Zeichen gematcht werden. Danach setzt sich der String völlig normal fort, also wird wieder Teil 2 benötigt, um die nachfolgenden Zeichen matchen zu können. Darauf wiederum folgt entweder ein Anführungszeichen oder Backslash. Dieses Muster setzt sich weiter fort. Damit ist das Verhalten dieses regulären Ausdrucks sprachlich beschrieben, was jetzt in einen Regex übersetzt werden kann. Der Treffer muss mit einem Anführungszeichen beginnen. Darauf folgen beliebig viele normale Zeichen. Falls die Engine auf ein nicht normales Zeichen trifft, wird der Sternkontor verlassen. Folgt jetzt ein Anführungszeichen, ist der Treffer abgeschlossen. Folgt jedoch ein Backslash, muss sowohl der Backslash als auch das geschützte Zeichen danach gematcht werden. Auf das geschützte Zeichen folgen dann wieder beliebig viele normale Zeichen. Mithilfe der Klammern und des erneuten Sternkontors wird ausgedrückt, dass sie dieses Muster bis zum Ende fortsetzt. Nach diesen Änderungen passt jetzt jeder Teil des regulären Ausdrucks nur noch auf eine bestimmte Sequenz von Zeichen. Dadurch kann die Maschine sehr schnell erkennen, ob ein Treffer erzielt werden kann oder nicht. Abschließend fasse ich noch einmal zusammen, was bei der Optimierung von den regulären Ausdrücken im Auge behalten werden sollte. Durch entsprechende Techniken und Strategien lässt sich die Effizienz der Ausdrücke deutlich steigern. Gerade bei zeitkritischen Anwendungen sollte diese Möglichkeit also nicht vernachlässigt werden. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch auch immer die Implementierung der verwendeten Regex Engine, weshalb auf gründliches Testen nicht verzichtet werden kann. Der vielleicht wichtigste Punkt ist aber, bei der Formulierung eines Regex über das nachzudenken, was eigentlich erreicht werden soll und wie die Engine das umsetzt, wofür sie im Endeffekt eingesetzt wird. Damit bedanke ich mich für das Anschauen dieses Videos und hoffe, dass ich alle Fragen klären konnte.